Täglich stehen wir alle mit vielen Ländern in Kontakt. Obst aus Ecuador oder Costa Rica, Kleidung aus Indien, Bangladesch und der Türkei, Elektronik mit Rohstoffen und Vorprodukten aus der ganzen Welt, Kongo, Chile, China, Taiwan. In einer globalen Arbeitswelt bringt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder kurz Lieferkettengesetz mehr Fairness und Umweltschutz für alle. Unternehmen verdienen an dem, was weltweit produziert wird. Mit dem Lieferkettengesetz übernehmen sie ab 2023 auch global Verantwortung. Was regelt das Lieferkettengesetz? Das Gesetz stärkt Menschenrechte und den Umweltschutz. Dazu zählen der Schutz vor Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Diskriminierung. Der Schutz vor Landraub. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz. Das Recht auf faire Löhne. Das Recht, Gewerkschaften zu bilden. Der Schutz vor umweltrechtlichen Verstößen. Für wen gilt das Lieferkettengesetz? Es gilt ab 2023 für Unternehmen in Deutschland mit mindestens 3000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ab 2024 sinkt die Beschäftigtengrenze auf 1000. Welche Bereiche umfasst das Lieferkettengesetz? Die Sorgfaltspflichten erstrecken sich auf die gesamte Lieferkette. Auf direkte Vertragspartner genauso wie auf das Handeln indirekter Zulieferer. Wie können Unternehmen das Lieferkettengesetz umsetzen? Zunächst müssen Unternehmen ein Risikomanagement einrichten und die Risiken in ihren Lieferketten ermitteln, bewerten und priorisieren. Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Analyse veröffentlichen sie eine Grundsatzerklärung und ergreifen Maßnahmen, um Risiken zu minimieren oder zu beheben. Zudem richten sie Beschwerdekanäle für die Menschen in den Lieferketten ein, leisten bei Menschenrechtsverletzungen Abhilfe und dokumentieren und berichten über ihr Lieferkettenmanagement. Was passiert, wenn Unternehmen gegen das Lieferkettengesetz verstoßen? In diesem Fall können Bußgelder verhängt werden. Zudem droht den Unternehmen, von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen zu werden. Das Lieferkettengesetz stärkt Menschenrechte und Umweltschutz weltweit.